Eine Rotz- und Wasserproduktion. Es ist soweit. Das große Finale meiner kleinen Impro-Reihe hier. Herzlich willkommen zum 19. Dezember, das 19. Türchen unseres 2022er Rotz- und Wasser-Adventskalenders. Der Countdown läuft, Weihnachten steht kurz bevor und das ist mein letztes Türchen hier. Zeit, ein bisschen kleines Resümee zu ziehen. War mal gut, mal schlecht. Boah, ich glaube, das kann man so ganz gut zusammenfassen. Ein kleines Training für einen selber. So. Macht sowas ruhig auch mal zu Hause. Das ist ganz lustig. Nehmt euch dabei auf. Und stellt es von mir aus auch ins Internet. Schickt mir das, was ihr da rausgemacht habt. Ich höre es mir bestimmt an. Das ist ein gutes Training für euch selber. Mensch, was für ein professionelles Fazit meiner Rotz- und Wasser-Adventskalender-Idee hier. Jetzt werde ich tatsächlich ein bisschen sentimental. Die letzte Geschichte steht an. Und ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr, wo ich mir wieder was Neues ausdenken muss. Und ich hoffe, das Radio bietet mir heute wirklich wunderschönen Content, um hier was Schönes zusammenzuspinnen. Mal gucken. Machen wir doch mal das Radio an. Die sind eher ziemlich betrippelt und es regnet auch, es ist kalt und ungemütlich. Und einige sind abgedreht. Ach, das ist doch schön. Das ist doch schön. Die Betrippelten im Regen. Es waren einmal drei sehr gut aussehende, fesche, junge Männer. Die Namen fallen mir gerade nicht ein, aber sie haben zwei sehr bedeutende Podcasts in der Szene. Der eine Podcast heißt Die Zentrale, und der andere Podcast heißt Rotz und Wasser. Und diese drei Jungs gingen an Heiligabend die Straße lang. Und der eine, so ein wirklich sehr gut aussehender mit Brille, sagte: ja, und darauf sagten die anderen beiden: ja, hast schon recht. Wenn es jetzt regnen würde, da wir ja keine Regenschirme dabei haben, würden wir ziemlich dumm dastehen. Da meinte der andere, gut aussehende, der auch keine Brille trägt: ja, ist schon richtig. Verdammt, ich als Kopf hätte doch daran denken müssen, Regenschirme mitzubringen. Und da lachte der mit der Brille und meinte daraufhin: und da meinte der Klügste von den dreien, der vor kurzem ein Quiz gegen den einen mit der Brille gewonnen hat, meinte: ja, du mit der Brille, wie gesagt, die Namen fallen mir nicht ein, da hast du vollkommen recht, da muss der ohne Brille, der andere Hübsche ohne Brille, ziemlich noch besser werden, da muss er sich ein bisschen steigern. Und da meinte der ohne Brille: ja, aber... ah, verdammt, da kommt eine Straßenbahn, jetzt kann ich nicht hören, was der sagt. Okay, aber die anderen beiden in der Geschichte, die haben es so gehört. Und dann meinte der Klügste, der vor kurzem einen Quiz gewonnen hat, meinte: Mensch, hast du vollkommen recht. Wie dumm stehen wir denn jetzt da? Und sogar der mit der Brille meinte: also auch er meinte: verdammt, da, also irgendwie, dass er recht hat und so. Und er sollte Recht behalten, denn es fing tatsächlich jetzt an zu regnen. Und wie hießen die Geschichte? Die Betrippelten, ne? Ich muss jetzt irgendwas mit. Ja, und der Regen, der trippelte das auf die drei. Am Heiligabend, ohne Schirm, waren die drei dann sehr betrippelt, ja. Die Betrippelten eben, ich weiß gar nicht mehr, verdammt, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, was ich machen muss. Auf jeden Fall die Betrippelten, ja, die waren dann betrippelt. Es regnete halt, oh Gott, das ist schlecht. Es war dunkel, als die drei auf einer Seitenstraße heimwärts gingen. Nun, da war ein Wirtshaus, auf dem noch Licht auf die Straße schien.
Den dreien war kalt und es war spät, drum traten sie ein. Und sie wurden herzlich empfangen. Sie sahen sich um. Komische Gestalten waren da. Da saß einmal so ein spitzer Winkel. Kapitän saß da. Ein Kameramann war da, der hat da Fotos gemacht. So ein komischer Preisdeckel. So ein Tor-Theo war da. Das sah ein bisschen komisch aus, aber wurde auch da herzlich willkommen. Auf der Bühne stand eine verbotene Splittergruppe und die haben Weihnachtslieder gesungen. Und sie alle lagen sich in den Armen, haben sich gefreut. Und mein Gott, die haben halt Weihnachten gefeiert. Wie das war jetzt? Boah. Eine Rotz- und Wasserproduktion.